wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ah, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Sabine Christiansen, Roger Moore, Juri Tetzlaff. Hey, wisst ihr was? Wir laden einfach mal einen von denen zu uns ein. Vielen Dank für die Anfrage Ihrer Mitarbeiterin Frau von Hohenfels und freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unser UNICEF-Repräsentant Herr Juri Tetzlaff Sie morgen in Ihrem Internat besuchen kann. Hey, stark! Ich suche meinen Reisepass. Ja, richtig. Sie rüsten ja für die große Reise nach Samoa und ohne Reisepass werden Sie da wahrscheinlich gar nicht reinkommen. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn nun? Ich habe die Kombination vom Zahlenschloss vergessen. Ich muss aber unbedingt wissen, ob mein Pass da drin ist. Ach, übrigens, wie wäre es mit einem kleinen Vorschuss auf meine Belohnung? Was denn für eine Belohnung? Du hast mir doch einen Kuss versprochen, wenn ich in der Mathearbeit eine 1 schaffe. Josh ist ein Spinner. Der hat sich tatsächlich eingebildet, ich würde ihn küssen. Woher willst du denn wissen, dass es mit dem Küssen seine Idee war? Ja, Hilfe! Nochmal lassen wir uns nicht verarschen! Hilfe! Der denkt bestimmt, das ist die Chance seines Lebens. Der wird sich wundern, wenn er bei ihr ankommt. Sollten wir ihm nicht sagen, dass er ziemlich Spaß macht? Hallo, ja! Hör auf, der wird noch früh genug wecken, dass sie ihn verarscht. Absolut perfekte Show von Azeh. Pass auf, gleich wird er getaucht. Das gibt's doch nicht. Du lässt sich wirklich helfen. Verdammt, die hat hier echte Probleme. Los, wir helfen an Land. Frau Seifert? Scheint so, als wäre sie nicht hier. Hm. Wahrscheinlich ist sie irgendwo im Haus unterwegs. Umso besser. Müssen wir nicht lange mit ihr diskutieren. Hoffentlich hat sie das Ding nicht mitgenommen. Ach Quatsch. Was soll sie denn damit irgendwo im Internat? Vielleicht die Flöhe husten hören? Sollten wir nicht doch besser warten, bis sie wieder da ist? Denk doch mal an Herr Pasulke. Jede Sekunde ist kostbar. Hm. Ich hab's. Und du meinst, das klappt damit? Na Logo, so gut wie die Safeknacker am Film sind wir schon lange. Sollten wir das Teil nicht vorerst mal ausprobieren? Wie du willst. Wenn sich bitte obenrum frei machen würden. Einatmen und Luft anhalten. Was ist? Funktioniert's? Oh, du darfst doch nicht sprechen, du Nase. Was zum Kuckuck ist denn hier los? Wir wollten jetzt nur mal ihr Stethoskop ausleihen. Ja, nur ganz kurz. Und da sie nicht da waren, dachten wir, wir... Ach, da habt ihr gedacht, klauen wir das Ding einfach mal. Nee, nee, so haben wir nicht gewettet. Ja, aber wir haben einen Notfall. Erzähl das bitte deinem Mundklabauter, aber nicht mir. Schluss mit den Doktorspielen. Aber wir brauchen das Stethoskop wirklich. Es geht um Herrn Pasulke. Ja, er hat die Kombination seines Zahlenschlosses am Koffer vergessen. Und dann wollten wir ihm eben helfen. Mit meinem Stethoskop. Also eine verrücktere Ausrede fällt euch wohl nicht ein. Aber ach, Schluss jetzt. Wenn Josh nicht gewesen wäre, wäre ich dann abgesoffen, ihr Arschlöcher! Langsam, langsam. Woher sollen wir denn wissen, dass es diesmal wirklich ein Gartenkrampf war? Für wie bescheuert halten Sie mich eigentlich? Denkt ihr wirklich, ich mache denselben Job zweimal? Oh, bleib locker. Ist alles gut gegangen. Hier, dein Bademantel. Kannst du denn schon wieder stehen? Probier's mal. Der Wadenkrampf ist weg. Ich habe nur ziemliche Gummiknie. Dann setz dich lieber noch mal hin. Wo ist eigentlich Josh? Da hinten ist er. Hey Josh, warte mal! Pack dir bitte mein Zeug zusammen. Okay, gut gemacht. Hilfst du mir? Ja. Hoffentlich kommt dieser Juri Tetzlaff nicht nur, weil du mit Prinzessin von Hohenfels unterschrieben hast. Quatsch, der muss doch Spenden sammeln. Und uns informieren, was mit dem Geld gemacht wird. Aber wir haben noch gar kein Geld. Stimmt. Und wenn wir uns nicht blamieren wollen, dann müssen wir uns irgendetwas einfallen lassen. Vielleicht sollten wir uns an irgend so einer Aktion beteiligen. Du meinst wie bei dem Patenkind von Frau Delling damals. War das nicht aus Indien? Ja, aber so etwas gibt es mit Sicherheit auch in Afrika. Also irgendwie müssen wir an Geld kommen. Kim hat recht, sonst sehen wir morgen echt alt aus. Wollt ihr etwa beim Frühstück mit dem Hut rumgehen? Darf ich meine kleine Spende für Afrika bitten? Ach, hätten wir diesen Botschafter doch bloß nicht eingeladen. Jetzt fangen wir nicht so an. Mitgefangen, mitgehangen.
Hey, ich glaube, ich hab's. Wie wär's, wenn wir zum Tag der offenen Tür afrikanische Tänze vorführen? Du meinst sowas wie Don't Rush in Meets Afrika? Ja, und dafür nehmen wir dann Eintritt. Nee, ich weiß nicht. Also, ich finde die Idee gar nicht mal schlecht. Es muss ja nicht nur beim Tanzen bleiben. Hi, ich weiß, ich störe. Aber darf ich trotzdem? Was ist? Könntest du die Musik mal für einen Augenblick leiser machen? War Aunt Claire schon da? Nein, und ich habe echt keine Lust, sie jetzt zu sehen. Hör mal, Josh. Das, was Benjamin und ich da mit dir und Aunt Claire gemacht haben, das tut mir echt leid. Ehrlich. Vergiss es. Nee, war echt eine blöde Idee von uns. Weißt du was? Erklär das nicht mir, erklär das deiner AC. Und jetzt zisch ab. Was ist denn noch? Ich wollte dir nur sagen, ich fände es echt verdammt schade, wenn du nächstes Jahr nicht mehr mit uns in einer Klasse wärst. Ich nicht. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Augenblick noch, liebe Kollegen. Auch wenn die Kinder ohne unser Wissen diesen UNICEF-Botschafter eingeladen haben, denke ich schon, dass wir uns aus diesem Anlass auch etwas einfallen lassen sollten. Finde ich auch. Ja, gern. Fragt sich nur was. Also, um ehrlich zu sein, ich finde es nicht sehr sinnvoll, diese Aktion noch vor Beginn der Ferien zu starten. Ja, also da bin ich ausnahmsweise mal Ihrer Meinung. Wir sollten uns jetzt erstmal auf unseren Tag der offenen Tür konzentrieren und diesen UNICEF-Termin können wir doch auf die Zeit nach den Ferien verlegen. Vielleicht könnte das den Rahmen für einen neuen Projekttag geben. Ich finde das Ganze allerdings auch ein bisschen zu früh jetzt. Tja, da gibt's nur ein Problem. Wie stehen wir vor den Schülern da? Vor allem vor der UNICEF. Ja, bitte, herein. Entschuldigen Sie bitte, wir wollten Ihnen nur Bescheid sagen, damit es nicht wieder Ärger gibt. Wir haben uns was ausgedacht, wie wir UNICEF unterstützen können. Da sind wir ja mal neugierig. Wir möchten ein African Afternoon veranstalten. Ein afrikanischer Nachmittag. Eine interessante Idee. Ja, und was bitte ist darunter zu verstehen? Musik, Tanz und jede Menge Aktionen zum Thema Afrika. Und dafür nehmen wir Eintritt. Ja, und alles Geld, was wir dabei einnehmen, schicken wir dann an Juri Tetzlaff. Wisst ihr, Kinder, wir haben gerade überlegt, ob wir Herrn Tetzlaff erst nach den Ferien einladen. Dann hättet ihr auch mehr Zeit, euren African Afternoon vorzubereiten. Eben, zumal wir ja im Moment gerade sehr mit dem Tag der offenen Tür beschäftigt sind. Ja, wenn das so ist, warum legen wir dann nicht einfach den Tag der offenen Tür mit dem African Afternoon zusammen? Ach, ihr meint sozusagen beides in einem Abwasch? Ja, warum eigentlich nicht? Naja, weil, einfach weil, naja, warum eigentlich nicht? Ja, bitte? Entschuldige, wenn ich störe, ich habe da ein kleines Problem. Ach, du liebe Güte, Heinz, was hast du denn angestellt? Komm, setz dich. Ach, das ist weiter nichts. Ich habe mich nur ein bisschen in einer kaputten Fensterscheibe geschnitten. Na, lass mal sehen. Auf jeden Fall sollten wir das desinfizieren. Muss das sein? Ja, das muss sein. Sag mal, wie lange ist eigentlich deine letzte Tetanus-Impfung her? Tetanus? Warte mal, ich glaube so 2 Jahre. Glaubst du es oder weißt du es? Also mit deinem Erinnerungsvermögen scheint es ja im Augenblick wirklich nicht weit her zu sein. Wie kommst du denn darauf? Stell dir vor, ich habe Max und Hendrik dabei erwischt, wie sie in der Krankenstation das Stethoskop klauen wollten. Aha. Aua, Ja, und was hat das mit mir zu tun? Du wirst lachen. Sie haben behauptet, du bekämst deinen Koffer nicht mehr auf, weil du die Zahlenschlosskombination vergessen hättest. Das ist nicht zum Lachen. Das stimmt. Wie bitte? Ja, ich kann mich einfach nicht an diese verdammten Zahlen erinnern. Und mein Pass ist in dem Koffer. Die beiden Jungs wollten mir wahrscheinlich nur helfen. Mit dem Ding hier? Ja, da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können. Sag mal, kannst du mir dein Stethoskop vielleicht mal für eine Stunde ausleihen? Also jetzt fang du nicht auch noch so an, ja? Bitte, Frau Doktor. Ja, einverstanden. Aber nur, wenn du mir versprichst, deine Tetanus-Impfung so schnell wie möglich wieder aufzufrischen. So, und jetzt stillgehalten. Hier ist besetzt. Kann ich nicht mal einen Augenblick mit dir reden? Ich möchte mit niemandem reden. Ich wollte mich ja auch bloß für gestern bedanken. Es war echt toll. Kapierst du es nicht? Ich möchte einfach nur allein sein. Dann eben nicht.
tickt doch nicht ganz richtig. Musst du gerade sagen, du Held? Ich hab doch gerade eben gesagt, ich möchte mit niemandem reden. Ich hab doch gar nichts gesagt. Was soll das denn? Also, wenn du mich so fragst, an deiner Stelle würde ich das vor der Mathearbeit noch mal lesen. Also, ich bin total gespannt, wie der Typ in Wirklichkeit aussieht. Er kommt als UNICEF-Botschafter und wir sind kein Fanclub. Ja, wieso? Ich finde es okay, wenn jemand seine Bekanntheit ausnutzt, um anderen Leuten zu helfen. Ich meine, es ist doch besser, als wenn er auf irgendwelchen Partys rumhopsen würde. So, da wären wir schon. Hallo. Hallo. Tja, das sind also die Schülerinnen und Schüler, die Sie eingeladen haben. Und naja, Juri Tetzlaff muss ich euch ja wohl nicht vorstellen. Ja, hallo zusammen. Also erstmal, ihr könnt alle ganz locker bleiben, denn die versteckte Kamera habe ich heute natürlich nicht dabei. Ich bin heute als Botschafter der Kinderhilfsorganisation UNICEF bei euch. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Naja, also normalerweise geht das natürlich nicht so schnell, denn ich bin ziemlich viel unterwegs. Aber ich war zufällig gerade in Berlin und habe mir gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Was wollt ihr denn von mir wissen? Was machen Sie denn gerade? Sie meint als UNICEF-Botschafter. Also, meine Haupttätigkeit mache ich eigentlich momentan in Deutschland. Aber ich beschäftige mich schon auch mit Projekten in Afrika, zum Beispiel im Senegal. Und genau von dort kommt hier diese Kiste. Was ist da eigentlich drin? Afrika. Ganz Afrika? Wenn du so willst, ja. Also für mich zumindest schon. Aber wie wär's, zwei von euch helfen mir einfach beim Aufmachen. Aber vorsichtig. Oh, oh, die große Mathearbeit für morgen. Ja. Wenn die Schüler wüssten, wie viel Mühe ihre armen Lehrer mit so einer Mathearbeit haben. Besonders später bei der Korrektur. Nur mit dem Unterschied, dass wir Lehrer nicht mehr zensiert werden. Naja. Die Zensuren der Schüler sind ja immer auch ein bisschen unsere Zensuren, nicht? Apropos Zensuren, wie sieht's eigentlich mit Josh aus? Tja, also ich hoffe, er hat begriffen, dass die Arbeit morgen seine letzte Chance ist. Und dass er morgen gute Nerven hat. Ich hoffe mit ihm. In der letzten Stunde hat er übrigens dreimal versucht, seine mündlichen Leistungen zu verbessern. Und? Tja, war zwar alles falsch, aber... Aber dumm ist er nicht. Nein, das habe ich auch nie behauptet. Er hat nur einen sehr eigenen Kopf, in den leider zurzeit mit Mathe nicht reinzukommen ist. Und den er auf Biegen und Brechen durchsetzt. Sie sagen es. Wissen Sie was? Ich kann mir vorstellen, dass er morgen genau die Note schreibt, die er zur Versetzung braucht. Mhm. Ihr Wort in Josch Friedleins Ohren. Ja, bei mir in Physik hat er es jedenfalls geschafft. Da steht er glatt 4. Ich drücke ihm beide Daumen. Ja, ich auch. Aber ich hoffe, er selber tut mehr als nur Daumen drücken. Also, ich höre und du drehst. Damit klappt das doch nie. Wieso denn nicht? So ein Stethoskop ist doch auch nichts anderes als so ein Schallverstärker. Na gut. Ja, du musst es ein bisschen tiefer halten, ansonsten kann ich nicht drehen. Wenn ich es tiefer halte, höre ich nichts. Also, fang endlich an. Ja. Weiter. Oh. Nicht so schnell. Du kannst die Nummer vollkommen vergessen. Wir sollten das Scheißding einfach aufbrechen. Willst du, dass Pasulke uns den Hals umdreht? Nee, aber er muss sich endlich entscheiden, was ihm wichtiger ist. Entweder Reisepass oder Koffer. Ich würde ja sagen, der Pass. Der ist zwar billiger als der Koffer, aber ohne den Pass kann er die Reise sofort absagen. Okay, dann hole ich jetzt Hammer und Meißel. Pass auf, dass Pasulke dich nicht an seinem Werkzeugkoffer erwischt. Oh, hoppla. Oh, oh. Pardon. Wie ich gehört habe, seid ihr bei Frau Seifert in Sachen Koffernotfall auf den Bauch gefallen. Ne? Was Sie nicht sagen. Dürfte ich bitten, dass ihr mir den Patienten mal vorstellt? Dieses Auto hier steht für mich für Afrika. Also wie ihr seht, ist es aus Blechdosen gebaut und steht damit für die Armut des Kontinents. Auf der anderen Seite merkt man aber, was für eine Fantasie die Leute dort haben und was für ein großes handwerkliches Geschick. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Jungs, die diesen Truck gebaut haben, für die wäre das das absolut größte, ein einziges Mal in ihrem Leben, in Wirklichkeit auf so einem Truck mitzufahren. Aber leider wird das, wie so vieles andere in ihrem Leben auch, für die meisten von ihnen immer ein Traum bleiben. Es sei denn, wir helfen ihnen. Wie sind Sie eigentlich UNICEF-Botschafter geworden? Also ihr könnt übrigens ruhig du zu mir sagen. Ich wollte schon lange mal was für Kinder machen und nicht nur im Fernsehen, sondern eben auch in der Welt. Ja, und eines Tages klingelte bei mir das Telefon und UNICEF war dran und fragte, ob ich mich gerne bei ihnen engagieren würde. Naja, und schwupps war ich dabei. Was ist eigentlich das Wichtigste für Sie, Entschuldigung, für dich, wenn du als UNICEF-Botschafter unterwegs bist? Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist es, für diejenigen zu sprechen, die nicht selber für sich sprechen können. Und das sind meistens die Kinder. Kinder sind überhaupt die Hauptleidtragenden, fast überall. Nicht nur in Afrika.
Ich möchte mich gerne für die Rechte der Kinder stark machen und versuchen, die Not zu lindern. Gibt es auch für jemanden wie uns die Möglichkeit zu helfen? Du meinst mit Spenden oder sowas? Nein, ich meine so richtig in Afrika. Danke. Dankeschön. Hey Josh, na was ist? Hast du den Artikel schon gelesen, den ich dir heute Morgen gegeben habe? Wozu? Nun tu nicht so. Was hältst du von dem kleinen Spicker-Service? Aber das wäre Betrug. Nein, ich würde das eher Spezialnachhilfe nennen. Vergiss es, hab kein Handy. Ich leih dir meins. Kannst du behalten. Danke. Also, wenn du es dir doch noch anders überlegst. Du weißt ja, wo du mich findest. Dein Liebster will wohl nicht mehr so wie du. Hör auf, so einen Schrott zu erzählen, gib mir lieber den Salzstreuer. Hier, bitte. Aber pass auf, dass du in deiner Sehnsucht nicht dein Essen versalzt. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Warum rennst du Josh eigentlich immer hinterher? Das weiß ich doch genau, weil ich ihm helfen will. Ach, helfen nennt man das neuerdings. Du bist ja total scharf auf den Loser. Noch ein Wort und es knallt. Darf ich mal lachen? Bitte. Bist du jetzt völlig durchgeknallt in deinem Liebeswahn? Stopp, es hat geklickt. Ah. 5 mal die 0. Ich glaube, ich habe hier auf der rechten Seite als letzte Zahl die James-Bond-Nummer 007 eingestellt. Das hätte Ihnen ja auch gleich einfallen können. Ist doch jetzt auch egal. The same procedure as last year. Yes, sir. The same procedure as every year. Okay. 9, 8, 7. Oh, Fehlanzeige, Herr Pasulke. Ich bin aber ganz sicher, es war die 007. Bevor Sie hier noch völlig durchdrehen, lassen Sie uns lieber die letzten 7 Zahlen machen. Okay, absolute Ruhe. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Klick! Reife Leistung, Herr Pasulke. Hab ich's mir doch gedacht. Die reinste Nullnummer. Darauf hätten wir bei Ihnen ja gleich kommen können. Das will ich jetzt überhört haben. Trotzdem vielen Dank, dass ihr meine Reise gerettet habt. Hallo? Das darf nicht wahr sein. Was ist denn? Der Pass, der ist nicht drin. Ja, aber Sie waren sich doch ganz sicher, dass er hier im Koffer ist. Naja, nicht ganz. Was machen Sie denn jetzt? Und du willst also wirklich unbedingt nach Afrika, ja? Naja, die ist mir gekommen, als ich dir vorhin so zugehört habe. Aber wahrscheinlich ist es völlig verrückt, oder? Ja. Und nein. Also, ja, es ist natürlich total verrückt, für jemanden in deinem Alter unbedingt nach Afrika reisen zu wollen. Aber nein, weil es leider immer noch viel zu wenig Verrückte gibt, die genau das tun. Es gibt zum Beispiel Karl-Heinz Böhm, der ist wirklich nach Afrika gereist, der lebt dort und versucht wirklich den Menschen vor Ort zu helfen, trotz der ganzen Probleme da. Wie ist es eigentlich mit AIDS in Afrika? Du, das ist wirklich total schrecklich. Allein in einem Land wie Sambia, ja, da leben über 360.000 Kinder, entweder ohne Vater oder ohne Mutter oder ganz ohne Eltern, wegen dieser schrecklichen Krankheit. Und was passiert mit denen? Tja, die würden wahrscheinlich verhungern. Ja, und können nur überleben, weil es eben Verwandte gibt oder Nachbarn, die sie aufnehmen. Und das machen zum Glück ziemlich viele. In 3 von 4 Familien leben dort Waisenkinder. Wahnsinn. Ja, und genau da setzt die Hilfe des Kinderhilfswerks an. Die versuchen, diese Ersatzfamilien zu unterstützen. Mit Geld? Ja, auch, aber nicht nur. Die schicken auch Mitarbeiter darunter und die kümmern sich dann darum, dass dort Krankenhäuser und Schulen gebaut werden und versuchen eben dort aktiv gegen den Hunger zu kämpfen. Ist es eigentlich gefährlich, in Afrika zu arbeiten? Du meinst wegen AIDS jetzt? Auch zum Beispiel, ja. Du weißt, wie das Virus übertragen wird? Ja, natürlich. Ja, und wenn man sich dementsprechend verhält, dann ist das Risiko auch nicht viel größer als hier bei uns. Sag mal, kennst du nicht einen Schüleraustausch oder so etwas, wo ich mich für einen Platz in Afrika bewerben könnte? Also, um ehrlich zu sein, da bin ich jetzt erstmal überfragt. Ich habe auch mit so einer Frage überhaupt nicht gerechnet. Weißt du was? Wir rufen einfach mal bei UNICEF an. Vielleicht gibt es da irgendeinen Mitarbeiter, der dir und mir weiterhelfen kann, ha? Mhm. Augenblick mal eben. Hallo? Ja, hi, hier ist Juri. Ich bin hier gerade in einem Internat, Schloss Einstein. Sagt mal, was gibt's eigentlich für Möglichkeiten für jemanden, der noch nicht volljährig ist, aber unbedingt nach Afrika möchte, um zu helfen? Wow, ein neues Liebespaar auf Schloss Einstein. Josh und Sylvia, das heißeste Paar seit Romeo und Julia. Die passen doch zusammen wie 2 linke Pantoffeln.
Habt ihr gesehen, wer das war? Nein, aber als wir kamen, ist Benjamin gerade raus. Wenn ich den erwische, diesen Giftwerk, dann... Oh, voll cool. Am besten, wir steigst du diesen Schwachsinn gar nicht erst ein. Ey, Josh, dein Typ wird verlangt. Ja, du wirst hier ganz dringend gebraucht. Was gibt's denn? Wart ihr das? Nee, aber du kannst deine Braut ruhig küssen. Wir gucken so lange weg. Wenn ihr nicht sofort eure Klappen haltet, dann... Komm, bleib ruhig. Überlass mir das mal. Na, was ist? Wollt ihr euch endlich umdrehen, damit die beiden sich ungestört küssen können? So, jetzt könnt ihr wieder gucken. Okay, ich fasse zusammen. Erstens, wir versteigern das Auto. Und zweitens, Laura und ich nähen afrikanische Kleider. Sag mal, wie wollt ihr das eigentlich in dieser kurzen Zeit schaffen? Kein Problem, der Schnitt ist ganz einfach. Und so einen Stoff habe ich in Potsdam schon gesehen. Das Zusammennähen, das geht auch ganz schnell. Okay, und drittens, Franz und Sebastian kümmern sich um einen Infostand über Opfer von Landminen. Hm, genau. Geld einsammeln ist sowieso nicht das Wichtigste. Wir wollen noch aufklären. Ja, und viertens, du bereitest eine Tanzshow vor. Genau, wer macht mit? Ich kümmere mich schon um die Kleider. Ich übernehme außerdem Infostand schon die Versteigerung. Ja, aber wäre es nicht besser, wenn Elisabeth die Versteigerung übernimmt? Die kriegt vielleicht mehr Geld zusammen. Ja, okay, einverstanden. Elisabeth? Hallo? Was ist mit mir? Josephine hat gerade gesagt, dass du die Versteigerung des Autos übernehmen sollst. Ja, natürlich mache ich. Und was ist mit dem afrikanischen Tanz? Du siehst doch, dass wir alle was zu tun haben. Elisabeth, hast du schon eine Idee, wie wir das Auto versteigern? Hallo? Tut mir leid, ich war gerade mit meinen Gedanken ganz woanders. Wir fanden hier das Paradies, das sich wohl jeder in Gedanken an die Süd. Ja, ist offen. Uns ist da noch was eingefallen. Haben Sie schon mal im Fundbüro nachgefragt? Danke für den Tipp, aber die hatten sich bestimmt schon bei mir gemeldet. Ja, stimmt. Dann sind wir blöd. In Ihrem Pass steht ja Ihr Name drin. Sagen Sie mal, was wird jetzt eigentlich aus Ihrer Reise? Ich habe den ganzen Tag rumtelefoniert. So wie es aussieht, habe ich keine Chance, einen neuen Pass zu kriegen, so schnell. Und wenn Sie einfach ohne fahren? Genau, Sie können ja so tun, als hätten Sie den Pass unterwegs verloren. Ja, dann schicken die mich mit dem nächsten Flieger wieder zurück. Hm. Trotzdem, vielen Dank. Wollt ihr was trinken? Ja, gern. Willkommen bei seinen kleinen Hütten. Oh, pardon, tut mir leid. Das war ja nicht deine Schuld. Oh, ich bring das in Ordnung. Ja, ich hole den Lappen, warte. Klapp da mal die Ecke hoch, dann läuft es da nicht runter. Oh. Was haben wir denn hier? Schauen Sie mal, was wir hier gefunden haben. Oh, oh. Ich glaube, ich werde langsam wirklich alt. Wie kommt ihr denn dahin? Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an diesen Gauner, der sich als Messerschärfer ausgegeben hat. Ne? Ja, und was hat der mit Ihrem Pass zu tun? Naja, damals habe ich so ein paar Dinge zur Sicherheit unter den Teppich gelegt. Aber später fand ich es irgendwie albern und habe die Sachen zurückgetan. Außer Ihrem Pass. Richtig. Den muss ich wohl vergessen haben. Gratulation. Reife Leistung, Herr Pasulke. Sag mal, wie wär's, wenn wir das Auto einfach auf amerikanische Art versteigern? Da kriegen wir bestimmt viel mehr Geld zusammen, weil nicht nur einer alles bezahlt, sondern der, der mitsteigert, sofort mit einzahlt. Hallo, alles okay? Wie findest du eine Idee? Was? Ja, schon okay. Warte mal. Wie wär's, wenn wir jedes Mal um 2 Euro steigern lassen? Dann nennen wir es einfach afrikanisches Versteigern. Hallo, hörst du mir überhaupt zu? Sebastian, ich muss dir was sagen. Ich habe einen Entschluss gefasst. Hm? Ich gehe nach Afrika. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.